Ihr würdet gerne mal das KDW mieten. 2023 musstet ihr dafür 50 Millionen Euro Jahresmiete berappen. Hä? Das ist der Preis, den die KDW Group für das Gebäude zahlte. An René Benkos Signa Prime Selection. Und das, obwohl Benkos Signa an der KDW Group selbst die Hälfte der Anteile besitzt. Hä? Das Verwirrspiel hat System in Benkos Pleite-Imperium. Denn die Signa Immobiliensparte verlangt von den Signa Handelsunternehmen Galeria und KDW Group Wuchermieten. Die Verträge haben teils Laufzeiten von fast 35 Jahren und sind gestaffelt. Die Jahresmiete erhöht sich also pro Jahr um Millionenbeträge. Für die Handelsunternehmen ist das ein Klotz am Bein, für die Immosparte allerdings ein Boost. Denn die spektakulären Mieten katapultieren den Bilanzwert von KDW als der Haus- und Galeria-Immobilien drastisch in die Höhe. Und ein wertvolleres Immobilienportfolio ist wiederum gut für den Aktienwert und für mehr Spielraum bei der Kreditaufnahme.